Das hat für mich gerade Priorität, der Alkohol vor dem Tabak. Danach baue ich Gewürze aus wieder. Aber nicht jetzt und nicht auf dieser Insel. Wenn wir genug Anbaufläche haben, dann kann auch ein bisschen überschnitten sein. Ist gar kein Problem. So. Holz kommt rein, Stein kann ich ja relativ leicht kriegen. Ich muss bloß vor allem mein Holzeinkommen erhöhen. Zurück. Ja, ja. Aber ich glaube, wir haben sie mit dem Essen im Griff. Essen ist erstmal gesichert. In die Wanten! Wenn jetzt noch Alkohol dazu kommt, und das weiß ich, wird es, dann wird es auch bald besser. Kaufen wir wenigstens Eisenerz. Ich werde die Kanone noch brauchen, wenn ich noch mehr Schiffe möchte. Und ich werde mehr Schiffe wollen. Könnte wirklich sein, dass hier überall noch was gestanden hat, tatsächlich. Das haben sie sehr schön gemacht. So, jetzt können wir auch die Steuern wieder erhöhen. Jetzt klappt es auch mit dem Geld wieder. Der Alkohol geht zur Neige. Es hat nicht lange gehalten. Was haben wir hier noch? Werkzeug. Holz müsste ich eigentlich hier reinhauen. Hier kann ich ja gleich Holz holen. Richtig viel sogar mal. Haben wir denn hier schon ersten 3 Tonnen? Was hier auf jeden Fall fehlt. Eine große Werft. Den Alkohol. Ach, hier ist ja gar kein Vulkan. Ehrlich gesagt, ich könnte mal in der Umgebung hier schauen. Da will ich nicht. Wie es hier so aussieht, ob hier noch irgendwo Tabak wächst, gut. Ja, ja, lass dich ruhig zusammenballern, ist okay. Setzt ich bin dir überhaupt nicht böse, wenn du das machst. Aye, aye, Captain!
Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ei, ei, Captain! Das heißt, wahrscheinlich ist wirklich das größte Problem hier, die richtigen Inseln zu nehmen. Und die auch entsprechend zu bepflanzen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Da werde ich mir einen Tabak holen später. Erstmal werde ich hier mein Weinimperium ausbauen. Ach so, ja, ich brauche auch eine Schmelze. Dafür fehlt ein Stein. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Gewürze sind Mangelware. Das haben sie gerade festgestellt, als sie es erkundet haben. Ja, willst du dich bitte verziehen? So, was brauchen wir vor allem? Die Insel. Das Gute ist an der Karte, uns kann niemand was streitig machen, es gibt keine anderen Spieler. Das heißt, wir sind auf jeden Fall ziemlich in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, das gehört zur Schwierigkeit. Denn dadurch hat man das Problem, dass man halt nichts von denen kriegt. Wirklich gar nichts. Ich komme jetzt auf jeden Fall gleich mit einer Lieferung Alkohol runter. Mit der ersten. Es fehlt an Stoffen. Das ist neu. Stoffe kommen. Mir beruhigt das schon wieder, sobald Alkohol und Stoffe da sind. Oh. Ohne Gewürze sind die auch nicht sehr glücklich. Nee, keine Werkzeugschmiede. Aber haben wir jetzt die ersten Kanonen? Ich werde bald automatische Handelsrouten einrichten, schätze ich mal. Wenn das jetzt alles anfängt zu laufen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Weil das Volk nur Mist macht. Ich brauche diese automatischen Handelsrouten auf jeden Fall. Alkohol. So, werdet bitte wieder mehr. Häuser haben wir bisher noch keine verloren, das ist ein Glücksfall eigentlich. Brauchen dann auf jeden Fall demnächst. Mehr wären es nicht, oder? 915, nee. Hier wird auf jeden Fall eine automatische Handelsroute gemacht. Das kann dann ein Schiff erledigen. Setz die Vorsegel! Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Aber wahrscheinlich hier holen, hier holen. Sehe schon, komm, du segelst genau bei dem rein. Doch nicht? Oder doch? In die Wanten!
Stoffe für dich. Okay, du holst bloß die Kanonen und dann... Eine Tonne brauchen wir noch, dann habe ich dich auch ausgerüstet. Los geht's. Du kannst das Holz holen. Ne, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir machen das über Kreuz. Dann holst du die Gewürze. Und das Holz und geh fast raus. Gewürze. Und Holz. Ist schon besser. Los geht's. Bei der schauen wir einfach mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt, haben wir dann das schon mal gelöst, das kleine Problem hier. Das sind sehr starke Piraten, möchte ich mal anmerken. Es mangelt an Alkohol. Alkohol muss ich noch eine Zeit lang von der Hand machen. Naja, nicht, ihr wisst, wie ich es meine. Von Hand holen. Das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Ja, sammeln schon mal von da drüben. Ja, dann kannst du nämlich da helfen. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. So, wir brauchen mehr von dem Alkohol. Wenn wir jetzt den Alkohol in den Griff kriegen. Einige Sachen haben wir schon ganz gut gelöst. Aber es gibt halt immer noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, nicht Alkohol haben wir aktuell genug. Setz die Vorsäge! Diese blöden Piraten, wenn ich ehrlich bin, nerven die mich schon ganz schön. Es fehlt an Gewürzen. Ja. Dass die immer sofort angepisst sind. Hauptsache haben die Nahrung erstmal im Griff. Vielleicht muss ich dann noch ein Schiff hinstellen, das ein bisschen aufpasst. Schiffsreparatur beendet. So, da haben wir schon mal das. Mann, ich wollte euch mit euch eigentlich wieder über ein paar Themen reden, aber die Mission schlaucht ganz schön. Die könnte ich sie eigentlich auch reparieren, wenn ich ehrlich bin. Halt, Moment, ich brauche gar kein Holz draufladen. Der wird ja versorgt mit Holz. Brauchen wir noch ein bisschen Stein? Braucht er noch demnächst noch ein Schiff für Alkohol? Unser ganzes Geld eigentlich hin. Ich mach mal die Einkäufe aus, wenn ich ehrlich bin, stört mich das gerade ein bisschen.
Werkzeug kaufe ich mal weiter hin da. Aber hier mache ich es mal aus. Dass ich nur noch zentral an einer Stelle einkaufe. Ich hätte das Schiff kurz reparieren können. Egal. So, dann machen wir vielleicht auch demnächst wieder Gewinn. Kanonen würde ich gerne weiter produzieren, noch ein bisschen. Setz die Vorsäge! Hier fangen wir jetzt an mit Tabak. Kriegen wir auch alles schön unter. Ich hole von hier noch ein bisschen Holz. Das war das Richtige. Ah, nein, hier gibt's Zuckerrohr. Hey, wo war denn Tabak? Tabak war hier oben, oder? Das war die richtige Insel. Zurück. Holen wir alles wieder. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ich habe nur ein Konto 4 verschwendet und ein Konto 1. Das ist alles noch im Rahmen. Bei der Gelegenheit könnte ich dann auch gleich Alkohol mitnehmen. Vielleicht kriege ich noch gar nicht unter. Die Würze müsste laufen. Alkohol hält noch ein bisschen. Ja, das Schiff macht sich ganz gut, glaube ich. Ist nicht ganz so schlimm, Alkohol werden wir später wie eh mehr brauchen. Ne, den würde ich gern behalten, den Alkohol. Vielleicht kann ich mein Schiff dann gleich reparieren. Piraten? Und klar, Piraten. Wie feige. Ach, und dir passiert nichts. Ah, ich dachte mir schon, dass die Dinger ausbrechen. Ein Schiff wurde repariert. Komm schon, Kanone. Schiff hat Schiss bekommen, habt ihr das gemerkt? Hat gesehen, oh, das sind zwei, das lasse ich lieber. Ein Schiff wurde repariert. Bei nächster Gelegenheit muss ich hier auf jeden Fall was hinbringen. Er kommt auf jeden Fall immer mit Holz. Du wirst mein Alkoholschiff, mein Partyschiff. Ein Schiff wurde repariert. Dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern erstmal. Dann haben wir die nötigsten Sachen tatsächlich erstmal wieder bereitgestellt.
Ach, das sehe ich jetzt erst. Deshalb wird hier nichts abgeholt. Es geht nicht, weil das nach hier unten läuft. Ich wundere mich schon, ich habe extra hergebracht, aber ich dachte, oh, okay, dann muss ich es abholen, aber nein, geht ja nicht. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall jetzt endlich Tabak anbauen. Und wenn wir jetzt den Tabak haben, dann fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Damit wir zum Aristokratentum können. So. Warum ich das mache? Das Ding wird garantiert Feuer fangen. Dann werde ich hier irgendwo eine Feuerwehr platzieren müssen später. So. Bei der Menge an Leuten werde ich auf jeden Fall, werden zwei nicht ausreichen. Weil ich mindestens noch eine Insel brauche, die nur für Tabak ist. So sieht's aus. Warum kann ich nicht? Oh, wir haben kein Geld mehr. So. Bis auf 100 Tonnen kann man ruhig verkaufen. Du holst mal ein paar Stoffe. Könnten wir hier ganz gut gebrauchen. Und für dich können wir eigentlich dann noch ein separates Stoffschild machen. Stoffschild, was sag ich denn? Hier. Können wir doch noch Baumwolle anbauen, die wir mal brauchen. Guten Stoffschilder, wer kennt sie nicht? Früher nannte man sie Stoppschilder, aber sie sind zu Stoffschildern geworden. Weiß doch jeder. Okay, hier ist ein Fehler. Ja, okay. Besser. Ein bisschen kann ich später noch bauen. Das hier kann ich zur Not auch wegreißen, tatsächlich. Wenn ich dann ein bisschen Holz hier als Vorrat habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Mission ein Geldproblem habe. Ein paar Sachen. Oh, na toll, auch noch auf der. Gib doch einfach auf. Setz die Vorsegel! Okay, der Kauf von Werkzeugen und allem ist wahrscheinlich einfach zu teuer gerade noch. Wo? Oh, ich hab grad echt schon Schiss, dass es mein... eh schon beschädigt das ist. Aye, aye, Captain. Reparier dich. So, was wollte ich hier machen? Ich hab's vergessen. Das reparieren wir schnell und dann geht's weiter. Geht's hier schön weiter. Soll reichen. Hat nichts Setzt gemacht. Neuen Kurs. Wollte ich nur mal anmerken.
Ein Schiff wurde repariert. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das Schiff habe ich absichtlich gerade nicht vernichtet hier unten. Aber wenn es dann wieder zum Gefecht kommt, dann geht es relativ schnell. Die reparieren, es fehlt an Stoffen. Reparieren ihre Schiffe ja nicht. Ein Schiff wurde repariert. Ja, das mit den Stoffen haben wir jetzt gleich in den Griff, schätze ich mal. Es ist schon ein recht schmaler Grat, glaube ich. Zwischen Schiffsreparatur beendet. Ach, der hat gar keine Stoffe Reise. Sind Mangelware. Naja, klar, kommt auch kein Holz in der Zeit. Dass die immer so schnell angepisst sind. Jetzt müssen wir Stoffe bekommen. Wir haben auf jeden Fall ein Plus. Oh ja, hier habe ich aufgehört. Was fehlt denn hier oben? Stein. Anker lichten! Kann ich von hier mitnehmen. Den Bereich hier wird garantiert alles abfackeln. Da brauche ich eine Feuerwehr dann, wenn es soweit ist. Du nimmst dann gleich ein bisschen Tabak mit. Ah. Wieder hier hochgehen. Diese ständigen Störungen sind echt störend. Los! So, hier bauen wir dann noch eins hin gleich. Komm schon!